Performer Lite hat alles, was du zum schnellen und einfachen Aufnehmen, Bearbeiten, Mischen, Verarbeiten und Mastern deiner Musik brauchst. Schließe dein Mikrofon, deine Gitarre und dein MIDI-Keyboard an und leg los mit über 100 Instrumenten, Dutzenden von Effekt-Plugins, der Bearbeitung von Gitarreneffekten und vielem mehr. Um Performer Lite herunterzuladen, musst du zuerst dein Interface der M-Serie registrieren. Eine Anleitung dazu gibt es in dem entsprechenden Video. Wenn du registriert bist, logge dich in dein Motu-Konto ein. Geh zu Produktregistrierungen, klicke auf Details anzeigen und auf Performer Lite. Hier kannst du das Installationsprogramm für Windows herunterladen und hier das Installationsprogramm für Mac. Für dieses Video verwende ich macOS, aber der Vorgang ist für Mac und Windows der gleiche. Wenn der Download abgeschlossen ist, geh zu deinem Download-Ordner, mache einen Doppelklick, um das Installationsprogramm zu starten und folge den Anweisungen. Wenn die Installation abgeschlossen ist, startest du Performer Lite über den Programmordner oder das Startmenü. Um Performer Lite zu aktivieren, musst du mit dem Internet verbunden sein. Klicke auf der Aktivierungsseite auf Jetzt aktivieren. Logge dich in dein Motu-Konto ein. Nachdem du dich angemeldet hast, wähle eine Registrierung, die du aktivieren möchtest. In diesem Fall werde ich meine Performer Lite Registrierung aktivieren. Wähle jetzt einen Namen für den Computer. Ich nenne diese Berechtigung zum Beispiel Mein Mac. Drücke Aktivieren und Schließen. Wenn du Performer Lite zum ersten Mal öffnest, sollte sich automatisch ein Demo-Projekt öffnen. Vergewissere dich, dass das Interface der M-Serie als Audiotreiber ausgewählt ist. Klicke auf das Setup-Menü, Configure Audio Systems, Configure Hardware Driver und wähle das Interface aus. Drücke dann auf OK. Unter Windows gehst du zum Setup-Menü, Configure Audio Systems, Configure Hardware Driver und wähle ASIO aus. Dann wähle Motu M-Series als ASIO-Treiber. Drücke jetzt die Wiedergabetaste, um das Lied im Demo-Projekt zu hören. Schließe das Projekt unter File – Close Performer Demo. Du wirst jetzt gefragt, ob du das Projekt speichern möchtest. Jetzt siehst du wieder das Startfenster. Hier findest du Vorlagen für verschiedene Projekte. Klick dich einfach mal durch, ob eine passende Vorlage für dich dabei ist. Hier kannst du auch die vorigen Projekte öffnen, Projekte von der Festplatte öffnen oder die neuesten Nachrichten von Motu abrufen. Für dieses Video erstellen wir ein neues, leeres Projekt. Im Dialogfeld wählst du einen Namen für das Projekt und einen Speicherort aus. Auf der linken Seite findest du Funktionen wie die Spurauswahl und den Kanalzug, die mit diesen Tasten umgeschaltet werden können. Auf der rechten Seite gibt es den Content Browser und das Setlist-Fenster, die hier umgeschaltet werden können. In der Mitte des Bildschirms findest du eine Kontakte-Spur und eine Master-Fader-Spur. Wenn du ein einzelnes Mikrofon oder eine Gitarre aufnehmen willst, nimmst du auf eine Mono-Audiospur auf. Um eine Mono-Spur zu erstellen, gehe zum Projektmenü Add Track Mono Audio Track. Schließe das Mikrofon oder ein Instrument an. Ich verwende ein Mikrofon am Input eines der Interfaces. Klicke in Performer Lite auf die neu erstellte Mono-Audio-Spur und wähle sie in 1 als Eingangsquelle aus. Wenn du den Input-Kanal nicht siehst, geh zu New Mono Bundle und du findest den Eingang ganz oben in der Liste. Aktiviere die Spur und drücke den Master-Aufnahmeknopf, um die Aufnahme zu starten. Check, check, 1, 2, check. Drücke Stopp, um die Aufnahme zu beenden. Wenn du die Aufnahme hören möchtest, zieh die Wiedergabelinie an den Anfang der Aufnahme und drück die Wiedergabetaste. Check, check, 1, 2, check. Wenn du zwei Kanäle gleichzeitig aufnehmen willst, zum Beispiel ein Keyboard oder einen Synthesizer, willst du diese wahrscheinlich auf eine Stereospur aufnehmen.
Um eine Stereospur zu erstellen, geh zum Projektmenü, Add Track, Stereo Audio Track. Schließe das Instrument an das Interface an und wähle die richtige Eingangsquelle. Aktiviere die Spur und drücke den Master-Aufnahmeknopf. Zum Abhören, Wiedergabelinie nach vorne und auf Wiedergabe drücken. Um MIDI und virtuelle Instrumente in Performer Lite aufzunehmen, gehe zum Projektmenü und wähle Instruments with Options aus. Hier bestimmst du, welches Instrument du spielen willst. Für dieses Beispiel verwende ich Bassline und belasse es bei einem zugeordneten MIDI-Track. In der Sequenz siehst du jetzt die neue MIDI-Spur und die Bassline-Spur. Außerdem siehst du auch das Effekt-Plugins-Fenster, in diesem Fall natürlich Bassline. In der oberen linken Ecke kannst du aus mehreren Instrumenten Presets auswählen. Um zu hören, wie das klingt, spiele auf deinem MIDI-Controller. Bevor du aufnimmst, willst du vielleicht ein anderes Tempo einstellen. Klicke auf das Dropdown-Menü neben der BPM-Anzeige und wechsle in den Tempo-Slider-Modus. Gib hier ein anderes Tempo ein. Zusätzlich kannst du auch ein Metronom und einen Vorzähler aktivieren. Um jetzt aufzunehmen, vergewissere dich, dass das rote Lämpchen der MIDI-Spur leuchtet und drück die Master-Aufnahmetaste. Du hast jetzt einen MIDI-Clip erstellt. Zum Bearbeiten des Clips mach einen Doppelklick darauf. Damit öffnest du den Clip-Editor. Der Clip-Editor ist das zentrale Werkzeug für die Bearbeitung von MIDI- und Audioclips. Hier kannst du Noten verschieben und verlängern oder zum Beispiel mit dem Tastaturbefehl STRG 0 quantisieren. Wähle einen Notenwert, klicke auf Anwenden und alle Noten werden geändert. In der Timeline kannst du den Clip am unteren Ende anfassen und verlängern oder verkürzen. Du kannst ihn auch verschieben und kopieren. Wenn du die Maus über die obere linke oder rechte Ecke bewegst, klickst und ziehst, kannst du den Clip loopen. Du hast jetzt eine Übersicht über die Standardfunktionen von Performer Lite. Also, viel Spaß beim Musikmachen!